Brauche ich immer nicht. Steinzeit um, Trauminsel Atlantis, Abenteuer. Nee. Standard. Naja. Dinosaurierkarussell. Okay. Wo steht denn hier eine Lampe? So. Dinosaurierkarussell. Passt. Geöffnet. Hoffentlich fährt jemand mit. Beseitigung. Könnt ihr mal schneller die Scheiße auflesen? Das sind zu viele Viecher für die Scheiße. Boah, nee. Zack. Beseitigung. Dumm. Dumm, dumm. Komm, ihr kriegt ein bisschen Geld mehr. Kann mir das zwar nicht leisten, aber nun ja. Nun ja. Nun ja. Das ist ja lustig hier, muss ich sagen. Das kann man uns mal angucken. Ah. Kratz. Ah, ich bin böse. Miau. Nein. Macht irgendwie immer das gleiche. Gucken wir zum nächsten. Das ist jetzt mal eine andere Perspektive. Okay. Ganz interessant. Wir hatten noch andere Tiere. Mal sehen, was die so Schönes machen wir eigentlich. Huh? Da kommt ein Auto vorbei. Wie geht denn das? War nicht, warum? Gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch. Guck dir mal die faulen Schweine an. Laufen die zu zweit hier lang? Anstatt die Scheiße überall wegzumachen, laufen die zu zweit da in den Schuppen rein. Weil weißt, was die dort alles machen? Klingt gerade komisch. Ist aber so. So, er könnte jetzt eigentlich mal kommen. Die 600 haben wir mittlerweile auch schon für 2 Monate aufrechterhalten, oder? Kommt am 16. Mai. Das heißt noch einen Monat. Guck mal, die Tiere sind auch alle aufgeregt. Eruption fängt gleich an. Oh. Das heißt also, wenn man schnell vorspult, kommt man zu spät. Könnte man eine Achterbahn reinbauen, oder? Nee. Nee. Das ist nicht nur Vorstellung hier. Ach, guck mal, unten gibt's da noch was. Huh? Was guckt denn der mich jetzt so an? Er fühlt sich irgendwie beobachtet. Denke ich mal. Ja, gutzi, gutzi, gut. Moment. In der Nähe ihres Parks hat man Überreste von Dinosauriern gefunden. Machen Sie diese von Lessing schon zu Geld und verkaufen Sie 100 Dino-Masken. Laut dem Werbeanzeigen wird das 100 nur Besucher einbringen. Okay. Herausforderung angenommen. Okay, Dino-Masken verkaufen. Dino-Maske. Weiter geht's. In einer Woche kommt ein VIP. Ein VIP? Nein, nicht nur ein VIP. Es ist neuer Smith. Und zwar kommt er genau jetzt. Hallo, VIP. Trete herein. Ach, der schon wieder. Nee. Oh, nee.
Was? Sego, wie gerungen? Ich mag den nicht, den habe ich schon mal gekannt. Der kam schon mal zu uns. Da konnte ich den auch schon nicht leiden. Oh, mein guter Freund. Scheiße, jetzt geht er herein. Nein. Komm, mach schnell durch, es zieht er wieder mit seinem... Das ist eine Beleidigung gegen mich. Ich sehe nicht komisch aus. Natürlich bin ich bei guter Gesundheit. Wenn du mit deinem komischen Fernrohr oder mit der... Jetzt ist vorbei. Ich schmeiß dich gleich raus aus meinem Laden hier. Du kannst doch... Erst doch, ich sehe ungesund aus. Nur weil ich Philipp heiß. Und dann nur noch mich als Panda beschimpfen oder was? Also... Das ist echt eine Frechheit hier, die ganze... Also... Und dann mit seiner komischen Knarre da, meine ich, ihr Viecher abziehen. Jetzt ist ja schon 4 Tage da, heute ist schon der 22. Mai. Nee. Ja, jetzt geht er... Nee. Ich finde es lustig, Leute abzuschießen. Reinigungskraft hat gekündigt. Hat er bestimmt abgeschossen. Muss es so viel gewesen. So, jetzt geht er weiter. Verlässt den Park, oder was kommt jetzt? Nee, verlässt doch nicht den Park. Ah, hallo, hallo, hallo. Beete gießen gehört auch zur Reinigungskraft. Welche Beete? Rote Beete? Peggy Panda sieht blendend aus. Natürlich ist er schließlich Peggy Panda. Jetzt schießt er unten ab. Ganz unten aus der Deckung raus, ne? Kommt er durch die Gitterzäune, kann er nämlich mit seinem Schwert, mit seinem Kammrohrschwert, dann die Gitterzäune kaputt machen, damit, jetzt, Achtung, gesehen, ja, jetzt schau mal, zack, kaputt alles. Wir sind die Frechheit. Komm, du bist 10 Tage jetzt schon in den Park. Sag jetzt mal, bist du jetzt fertig oder nicht? Also gerade mein Panda beleidigt oder was? Fettes Vieh. Schlug Utlein mit so einer Knarre rum. Wie hieß die Kleiner? Ich muss mir merken. Wie hieß der Kleiner? Wie hieß der Kleiner? Mario Smitte. Das schreibe ich mir jetzt auf. Das ist den. Major Mitte. Luga, ist viel zu voll. Bitte verlassen Sie die Besuchergalerie. Moment mal, wo ist denn der? Komm, bitte besuch es noch ein. Oh, es geht hoch. Fangst du mal von vorne an. Schön. Ach, jetzt ist er wieder. Also, die brauchen ja noch nimmer selber das Zeug rauszupressen oder was, die werden schon ausgeschaufelt. Ach, sorry, tut mir leid, aber ich finde das Spiel einfach so genial. Hat aber anscheinend nicht gereicht, hat ihre Arbeit nicht gut erledigt. Ob das bei anderen Tieren nur so ist, die sich einfach mal strecken und dann ist der Zaun kaputt. Der Zaun kaputt, der Zaun kaputt. Jetzt ist er wieder ganz. Da steht ein Panda kurz vor der Geburt. Das wird unseren Major Smitte bestimmt, Mario Smitte, bestimmt gefallen. Achso, ja, Ach, ich muss mal das schnell. Haben Sie schon mal mit verrückten Nilpferd gerunken? Was? Zu billig. Hat Patty Panda zur Welt gebracht. Schön. Wieso habe ich das denn geschafft? Eine Frechheit. Eine Frechheit. Hat Patty Panda. Pauline Panda. Oh Mann. Ich muss ja noch ein bisschen anbauen, sonst meckert er wieder. Ich finde das Gehegezeug nie. So.
Ja, rennt leider drüber. Phyllis Panda ist trächtig, na gut, und jetzt gibt's noch ein bisschen Spielzeug. So, so, und Kuschelbär, und das, und noch ein Stück Fleisch. So, so. Alter, müsst ihr mich veräppeln, warum bin ich denn das alles dahinter? So. 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 Perfekt. So, jetzt ist auch bitte Besuchergalerie 1 nicht zu voll. Ah. Ein Glück. Ich wünsche, Preston Panda wäre mein Freund. Leben mit. Ich brauche ihn. Gott, verdammt mich noch immer. Gleich geht's weiter auf Philips.